Im Mittelalter versuchten Alchemisten das scheinbar Unmögliche. Sie wollten schnödes Blei in strahlendes Gold verwandeln. Diese Leute werden heute als alte Exzentriker dargestellt. Aber was, wenn sie gewusst hätten, dass ihre Träume tatsächlich realisierbar sind? Mittlerweile können wir dank moderner Erfindungen, die die Alchemisten um ein paar Jahrhunderte verpasst haben, auf der Erde Gold herstellen. Um zu verstehen, wie dieses wertvolle Metall auf unseren Planeten kam, müssten wir zu den Sternen blicken. Gold ist nämlich außerirdisch. Anstatt in der Erdkruste unseres Planeten zu entstehen, wurde es im Weltraum gebildet und befindet sich nur aufgrund großer Sternenexplosionen auf der Erde, den sogenannten Supernovae. Sterne bestehen vor allem aus Wasserstoff, dem einfachsten und leichtesten Element. Der enorme Druck durch die Schwerkraft seiner großen Masse verdichtet den Kern eines Sterns und löst eine Kernfusion aus. Dieser Prozess setzt sehr viel Energie aus dem Wasserstoff frei und lässt den Stern strahlen. Über Millionen Jahre verschmilzt der Wasserstoff zu schwereren Elementen, Helium, Kohlenstoff und Sauerstoff, und die nachfolgenden Elemente verbrennen immer schneller, bis Eisen und Nickel entstehen. Ab hier setzt die Kernfusion nicht mehr so viel Energie frei, sodass der Innendruck des Sterns nachlässt. Die Gashülle des Sterns stürzt in den Kern, wo der schnelle Druckanstieg das Material hinausschleudert, sodass der Stern in einer Supernova explodiert. Der extreme Druck in einem zusammenfallenden Stern ist so hoch, dass im Kern Protonen und Elektronen zusammengedrückt werden und so Neutronen bilden. Neutronen haben keine abstoßende elektrische Ladung und werden so leicht von den Elementen der Eisengruppe aufgenommen. Durch Aufnahme mehrerer Neutronen entstehen schwerere Elemente, die ein Stern unter normalen Umständen nicht bilden kann. Von Silber über Gold und Blei bis hin zu Uran. Es dauert Millionen von Jahren, bis sich schwerere Elemente aus Wasserstoff formen. Aber während einer Supernova entstehen die schwersten Elemente in nur Sekunden. Aber was wird nach der Explosion aus dem Gold? Die Schockwelle der Supernova trägt die Elemente in den interstellaren Raum. In einem Tanz aus Gas und Staub bilden diese dann neue Sterne und Planeten. Das Gold der Erde wurde wohl auf diese Weise gebildet, bevor es sich durch geothermale Aktivität in Adern der Erdkruste ablagerte. Milliarden Jahre später wird das wertvolle Gold nun in Minen abgebaut. Ein kostspieliger Prozess, der durch die Seltenheit des Goldes noch erschwert wird. Alles jemals abgebaute Gold könnte man in nur 3 olympischen Schwimmbecken anhäufen. Allerdings hat es sehr viel Masse, denn Gold ist etwa 20 Mal dichter als Wasser. Können wir dieses begehrte Gut also selber produzieren? Ja, tatsächlich. Mit Teilchenbeschleunigern können wir die komplexen Kernreaktionen nachahmen, durch die in Sternen Gold entsteht. Diese Maschinen können das Gold allerdings nur Atom für Atom herstellen. Es würde fast so lange dauern, wie das Universum alt ist, so 1 Gramm Gold zu produzieren. Und die Kosten dafür würden den heutigen Wert von Gold deutlich übersteigen. Also keine gute Lösung. Wenn wir eines Tages alles Gold aus der Erdkruste abgebaut haben, könnte man noch an anderen Orten danach suchen. In den Weltmeeren sind etwa 20 Millionen Tonnen Gold gelöst. Aber die extrem niedrige Konzentration macht die Förderung momentan noch viel zu teuer. Eines Tages werden wir vielleicht einen Goldrausch erleben, bei dem die Bodenschätze der anderen Planeten unseres Sonnensystems ausgebeutet werden. Und wer weiß, vielleicht findet in Zukunft eine Supernova nahe genug statt, um uns mit Schätzen zu überhäufen, ohne dass dabei alles Leben auf der Erde ausgelöscht wird. Abonniere unseren Kanal, um Lektionen über alles Mögliche zu bekommen, von den äußersten Weiten des Universums bis zu den innersten Tiefen unseres Planeten.